Okay, ja, willkommen zu meinem Vortrag, wie man einen Emulator schreibt. Hier schöne AI-generierte Titelblatt für den Vortrag. Ja, die Folien sind auf Englisch, aber ich glaube, ich werde auf Deutsch reden. Gestern habe ich es genau andersrum gemacht, da habe ich auf Englisch geredet und die Folien waren Deutsch. okay, also erstmal kleine Einleitung. Also ich denke, wahrscheinlich die meisten hier im Raum haben irgendwie schon mal einen Emulator benutzt oder vielleicht sogar auch selbst einen geschrieben. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal irgendwelche Emulatoren ausprobiert habe, war das total magisch irgendwie, dass man auf einmal, weiß ich nicht, Gameboy oder PlayStation-Spiele auf seinem Computer spielen konnte. Und später habe ich mich dann für das Unix-Betriebssystem interessiert und wollte halt dann die mal das ursprüngliche Unix irgendwie laufen lassen, weil man hat ja einen riesen Zoo von Unix-Systemen, aber ich wollte das originale alte und dann habe ich halt irgendwann rausgefunden, ja, man kann eine PDP-11 emulieren und das Unix da ausprobieren und das war irgendwie so faszinierend, dass mich das nie so richtig losgelassen hat. Und ja, ich werde euch so ein bisschen berichten von meinen Erfahrungen und was ich so für Emulatoren geschrieben habe und was es für verschiedene Techniken gibt. Und ja, und das ein bisschen demonstrieren und ein bisschen reflektieren. Also, was gibt es für Gründe, Systeme zu emulieren? Der erste Grund ist, man hat die Maschine nicht oder man will sie nicht benutzen, vielleicht frisst sie zu viel Strom oder irgendwas. Oder man hat zu viele Maschinen, irgendwie, man interessiert sich für diverse Maschinen, man kann die nicht alle haben. Vielleicht gibt es die Maschinen auch gar nicht mehr. Vielleicht gab es nur eine jemals. Das ist hier ein Bild vom Whirlwind, ein Teil vom Whirlwind. Den gab es nur einmal, jetzt gibt es ihn nicht mehr. Wenn man den benutzen will, muss man den emulieren. Das ist auch der zweite Punkt schon. Also irgendwie so die Rettung und Aufbewahrung und irgendwie am Leben erhalten von Systemen, um zum Beispiel alte Software auszuführen, die es gab. Ein anderer Punkt kann sein, dass man eine Maschine sehr genau verstehen will. Ich habe hier mal als Beispiel so einen Ausschnitt aus einem Schaltplan der PDP-6 gebracht, wo so ein Flip-Flop irgendwie drin ist mit verschiedenen Signalen, die das auf 0 oder auf 1 setzen. Wenn man sich mit einer Maschine sehr im Detail beschäftigt oder wenn man die genau verstehen will, dann ist es gut, einen Emulator zu schreiben, weil man dann gezwungen wird, sozusagen jedes Detail zu durchdenken. Oder man will vielleicht irgendwie Software schreiben in Maschinensprache für verschiedene Rechner und will natürlich irgendwie das ausprobieren können und um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ist, für diese Maschine zu programmieren. Und dann kann man eben auch die Maschine emulieren. Oder vielleicht gab es irgendwann mal eine Idee für irgendeinen Computer, die aber nie realisiert wurde. Und man würde trotzdem gerne mal ausprobieren, wie das so wäre, wenn es den Computer gäbe. Da schreibt man Emulator. Oder man will selbst irgendwie einen Computer bauen. Und um das auszuprobieren, ob die Ideen funktionieren, die man sich überlegt hat, kann man natürlich erstmal einen Emulator schreiben, als ersten Schritt sozusagen. So, was kann man für Sachen emulieren? Also erstmal einen ganzen Computer, hier mal so ein Beispiel von der PDP-10, ist halt großes System und dann emuliert man da halt alles, was da so dranhängt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also zum Beispiel Spielkonsolen sind extrem beliebte Systeme zu emulieren, weil die halt auch von der Peripherie relativ simpel sind. Man hat halt in der Regel irgendwie einen Bildschirm und irgendwie einen Spielcontroller oder sowas. Man braucht keine Festplatten, kein Netzwerk, zumindest bei älteren Konsolen nicht und alles Mögliche nicht. Also das sind ein paar Beispiele. Man kann aber auch Teile von Computern einfach nur emulieren. Zum Beispiel jetzt irgendwie nur ein Terminal. Also jeder, der Linux schon mal benutzt hat, kennt hier irgendwie so einen Terminal-Emulator. So, das macht halt sowas Ähnliches wie ein VT100, was halt eine echte Maschine ist. Aber ja, man benutzt halt keine
in der Regel keine Terminals mehr als eigene Geräte, sondern es gibt halt Programme wie einen Terminal-Emulator oder auch einen Teletype, da will man vielleicht, also einen Fernschreiber, will man vielleicht irgendwie die Klänge auch noch abbilden oder irgendwas. Oder zum Beispiel sehr beliebt, irgendwelche Peripherien nur zu emulieren, zum Beispiel so eine SCSI-Platte oder sowas. Also ich habe hier mal so ein Bild von einem SCSI-Emulator, da kommt eine SD-Karte rein und dann halt so ein SCSI-Anschluss, weil die Platten funktionieren ja auch gerne mal nicht mehr. Oder zum Beispiel, man emuliert nur den User Space eines Prozessors. Also wenn das Programm für ein Betriebssystem geschrieben ist, dann, okay, dann muss man den Prozessor irgendwie emulieren, aber man muss nicht die ganze Peripherie unter Umständen emulieren, sondern wenn das einfach nur mit dem Betriebssystem spricht, reicht es, diese Schnittstelle zu emulieren, also das Betriebssystem, und die ganze echte Hardware kann einem egal sein. Also das sind so ein paar Beispiele. Und das grundlegende Problem in der Emulation ist eigentlich, die Hardware, die man emulieren will, ist von Natur aus parallel. Da passiert alles Mögliche gleichzeitig. Und wenn man das irgendwie sequenziell haben will, muss man sozusagen für arbeiten, dass man das kriegt. Ich habe das versucht, so ein bisschen in diesem Diagramm darzustellen. Und Software ist genau das Gegenteil. Ein Programm ist halt ein Schritt nach dem anderen, der ausgeführt wird. Und das irgendwie zu parallelisieren, ist schwierig. Und eine Simulation oder Emulation, das ist die nächste Folie, ist im Grunde das Problem, wir wollen ein paralleles System irgendwie sequenziell modellieren. Also das würde ich sagen, ist so die Grundproblematik des Ganzen. Dann ein bisschen was Begriffliches, Emulation und Simulation. Da gibt es so zwei Arten, wie man diesen Unterschied wie man diese Begriffe belegt sozusagen, ist nicht so wahnsinnig wichtig, aber ist vielleicht trotzdem ganz gut, mal darüber nachzudenken. Also die eine Definition kommt von IBM, als sie das System 360 rausgebracht haben und sie Programme für ihre alten Rechner dort noch ausführen wollten, haben sie halt Programme geschrieben, die haben sie Simulator genannt, die halt die Programme für andere Architekturen auf der 360 ausgeführt haben. Und wir haben aber herausgefunden, dass das halt, wenn man das rein in Software macht, nicht so effizient ist. Wie gesagt, das Problem, paralleles System sequenziell simulieren. Und sind dann dazu gekommen, die Hardware zu benutzen, um die Simulation effizienter zu machen. Also Hardware-Unterstützung im Microcode, glaube ich, war es damals. Und das haben sie dann Emulation genannt. Also reine Softwarelösung versus Hardware-Unterstützung. Heutzutage ist, glaube ich, wird diese Dichotomie eher nicht mehr gemacht. Redet eher von Simulation, also ganz allgemein halt modelliert man irgendein System, um was darüber zu lernen, das irgendwie zu analysieren oder was auch immer, indem man halt den internen Zustand und das Verhalten dieses Systems simuliert, also zum Beispiel Wettersimulation, und eine Computersimulation ist halt auch eine Simulation, aber von einem Computer eben. Und Emulation ist in bei dieser Begrifflichkeit eher funktionale Sache, dass ich also das Ding, was ich emuliere, wegschmeißen kann und meine Emulation da einsetzen kann. Also zum Beispiel ein Flugsimulator ist keine Emulation, weil wenn ich jetzt im Flugsimulator nach Timbuktu fliege, bleibe ich trotzdem zu Hause. Ein Flugemulator, weiß ich nicht, Flugzeugemulator vielleicht über einen Helikopter oder so. Aber die müssen sich nicht ausschließen. Also wenn meine Simulation zum Beispiel schnell genug ist, dann kann das auch ein brauchbarer Emulator sein. Okay. Und es gibt verschiedene Ansätze jetzt an die Emulation. Also das geht so ein bisschen von High-Level zu Low-Level jetzt. Also das Erste ist, man kann sich angucken, wie funktioniert mein System? Also was sehe ich sozusagen, was das macht? Und ich behandle das eigentlich als Blackbox. Das macht halt das irgendwie intern, weiß ich nicht wie. Und ich baue das halt irgendwie nach.
Also einfach selbe Funktionalität irgendwie für außen sichtbar. Eine Ebene drunter wäre dann, ja, oder halt die Ebene drunter, die geht dann beliebig tief quasi, ist, ich interessiere mich dafür, was passiert wirklich in der Maschine, also nicht nur was macht sie, sondern wie macht sie das. Indem ich also den internen Zustand modelliere und halt wirklich sehr genau abbilde, was in der Maschine intern passiert. Das sieht man oft, da sieht man oft den Begriff Cycle Accurate. Ist ein bisschen schwierig, was ist genau ein Cycle überhaupt? Also da gibt es halt ja, verschiedene Ebenen, wie genau man das machen kann. Ein Aspekt zum Beispiel wäre, wenn man einen Computer hat, der Mikrocode halt implementiert ist, dass man diesen originalen Mikrocode implementiert. Das sieht man relativ selten aktuell, weil es eben nicht sehr schnell ist. Aber zum Beispiel auf dem FPGA oder sowas ist das möglich. Und da kommen wir schon zu dem nächsten Punkt. Also es gibt Hardware-Beschreibungssprachen, HDL, Verilog und VHDL sind da die beiden bekannten. Und es gibt eben Geräte, FPGAs, die nicht ein Programm sequenziell ausführen, sondern die halt tatsächlich ein paralleles System sind, in denen ich halt sagen kann, das und das ist meine Schaltung, jetzt sei mal bitte diese Schaltung. Und dann kann man eben ja, Hardware mit Hardware simulieren, was, ja, was eigentlich ganz gut funktioniert. Man könnte natürlich noch eine Ebene drunter gehen und irgendwie so auf der elektrischen Ebene irgendwelche Spannungen und so simulieren. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, aber vielleicht machen das auch irgendwelche Leute. Und dann gibt es noch eine andere Technik, die ist ein bisschen was anderes, Just-in-Time-Kompilierung oder Übersetzung, indem man, wo man den Maschinencode für eine Maschine übersetzt, für die Maschine, auf der der Emulator läuft, sodass ich also nicht jeden Befehl einzeln angucken muss, jedes Mal, wenn ich ihn ausführe und dann das entsprechende tue, sondern ich übersetze den einmal in das, was meine Maschine versteht und führe dann den nativen Code auf der Maschine aus. Das ist sehr schnell natürlich, ist aber ein bisschen schwierig, das genauso zu analysieren. Zum Beispiel kann man auf verschiedenen Architekturen in die Mitte eines Befehls reinspringen und dann sieht man halt anderes Verhalten oder es gibt selbstmodifizierenden Code. Also das ist ein Thema, worüber ich jetzt nicht weiter reden werde, aber das ist für zum Beispiel so PlayStation 2 Emulatoren oder sowas geht das quasi ohne gar nicht, weil es sonst viel zu langsam wäre. So, meine Erfahrung, damit ihr, also ihr werdet es wahrscheinlich merken, ich konzentriere mich viel so auf alte Computer und weniger irgendwie so auf Spielkonsolen oder so. Also ich habe verschiedene Emulatoren geschrieben, angefangen so das erste Ding, was ich geschrieben habe, war eine PDP-11 in C, später dann auch noch einen anderen C-Emulator und auch FPGA-Implementation, werde ich auch Teile davon zeigen, um das zu demonstrieren, die verschiedenen Ebenen, auf denen man das machen kann. Dann PDP-6 habe ich auf so einer sehr niedrigen Ebene simuliert in C und dann auch eine FPGA, läuft auch auf dem FPGA. Die Verilog-Version. Ähnlich für die PDP-10, da habe ich nicht mal eine C-Version, habe ich nur Verilog geschrieben. Dann TX0, einer der ersten transistorbasierten Computer, habe ich auch in C und Verilog implementiert. Whirlwind 1 ist ja auch hier ein Stand zu. Werde ich auch was zu sagen. Habe ich auch simuliert. ES24, kennt kein Mensch, ist, heißt Elektronensaldierer 24 von Nixdorf. Gab es ein Projekt, den nachzubauen und ins Heinz-Nixdorf-Forum zu stellen. Und da war ich in dem Projekt auch ein bisschen beteiligt und habe eine Simulation dafür geschrieben und rausgefunden, wie dieses Ding überhaupt funktioniert. Und ja, war, glaube ich, ein bisschen hilfreich fürs Projekt. Dann eine PDP-1 habe ich jetzt erst vor kurzem tatsächlich geschrieben in C für eben auch den Stand, also meinen Stand diesmal für die PyDP1. Ich habe auch eine Verilog-Simulation davon. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen, die mehr so, also die Linken sind halt so ein bisschen was Ernsthaftes und die Rechten sind eher so ein bisschen Rumspielerei. Also PDP5 und PDP8, so 12-Bit-Systeme. Den PDP8-Simulator werde ich auch gleich noch zeigen.
6502 habe ich auch mal gemacht, aber nie wirklich getestet. Und vielleicht auch nochmal irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, was zu nichts Großem geworden ist. Okay, wie sieht der Prozess aus, wie man einen Emulator schreibt? Ja, okay, also die Folie ist jetzt nicht, bringt jetzt nicht so viele Einsichten vielleicht. Also man muss natürlich erstmal rausfinden, wie funktioniert die Maschine, was macht die überhaupt? Und das kann schon ein Problem sein. Also insbesondere bei alten Maschinen hat man oft das Glück, dass die sehr gut dokumentiert sind, auch auf Hardware-Ebene, sodass man sehr genau analysieren kann, was sie macht. Aber die Dokumentation ist nicht unbedingt immer verfügbar. Und dann muss man eventuell auch die Sachen irgendwie reverse-engineeren oder sich halt ja irgendwas, irgendeine Fantasie, irgendwas ausdenken dazu. Und das ja, das ist auch, also über die Zeit würde ich sagen, verändert sich die Art der Dokumentation. Also irgendwie so ein Mikroprozessor, da wird man jetzt natürlich nicht die Schaltung irgendwie finden, weil die Schaltung war halt dokumentiert, damit man die reparieren kann. Und einen Mikroprozessor kann man die halt nicht reparieren. Da funktioniert der Chip oder funktioniert nicht, mehr oder weniger. Deswegen findet man da oft zum Beispiel nicht so Details. Okay, also aber man muss rausfinden, was die Maschine macht. Dann ist es sehr hilfreich, wenn man irgendwelche Testprogramme hat, so Diagnostics wurden früher oft mit den Computern, also gab es halt von dem entsprechenden Hersteller, die halt testen, dass die Maschine ordentlich funktioniert. Die fangen aber auch nicht immer alles ab, also man kann sich da nicht drauf verlassen, dass man das perfekt gemacht hat, nur weil die Diagnostics funktionieren. Und manchmal hat man natürlich auch keine, man kann dann seine eigenen schreiben oder man führt einfach Programme aus, die man hat und hofft halt, wenn man genug Programme hat, die genug die Systeme halt irgendwie, also alle möglichen Funktionen des Prozessors ausprobieren und also benutzen, dass man dann irgendwann einen ziemlich gut funktionierenden Emulator hat. Ja, dann überlegt man sich wahrscheinlich, ja, wie man halt so programmiert. Ne? Man überlegt sich halt irgendwie so ein größeres, also so eine Architektur irgendwie für das Programm und dann, naja, fängt man halt an zu programmieren. Und das hängt auch so ein bisschen ab von dem System. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein System hat, irgendwie, wo man irgendwie einen Bus hat, an dem verschiedene Sachen dranhängen, dann will man vielleicht diesen Bus irgendwie simulieren oder vielleicht ist das alles einfach direkt so in dem Prozessor drin. Dann hat man halt vielleicht keinen Bus. Also es kommt sehr auf die Maschine an, wie man das dann genau macht. Aber es gibt schon so ein paar Grundstrukturen, die wahrscheinlich auch, die wir noch sehen werden. Es gibt Schwierigkeiten und Herausforderungen, die man hat. Also ich habe hier mal so ein Beispiel für, das kommt eigentlich erst unten. Okay, Correctness habe ich es mal genannt. Das ist natürlich sehr allgemein. Also natürlich muss das Ding irgendwie das Richtige tun. Aber ja, manchmal weiß man gar nicht genau, wie das richtige Verhalten ist. Es gibt manchmal sehr, sehr komische so Edge Cases, wo, werde ich auch gleich ein Beispiel zeigen, die vielleicht auch kein respektabler Programmierer jemals ausnutzen würde. Aber naja, vielleicht ist es ja doch mal passiert. Sowas wird manchmal auch benutzt, um irgendwie das genaue Modell einer Maschine rauszufinden, wenn die sich an irgendeiner Stelle ganz komisch verhält. Und dann kann man da vielleicht das Modell rausfinden oder zum Beispiel ein Kopierschutz kann rausfinden, ob irgendwie das Spiel oder was auf einer Originalkonsole läuft, wenn die Konsole halt an irgendeiner Stelle was ganz Komisches tut. Gut. Und das ist vor allem deswegen schwierig, weil man zumindest bei vielen Computern, die jetzt nicht uralt sind, mit Geschwindigkeit ein Problem hat, weil eben Emulation ist grundsätzlich eine relativ langsame Angelegenheit und wenn man jetzt irgendwie so aktuelle Systeme, also zum Beispiel sowas wie eine PlayStation 2 simulieren will, die auch noch massiv so parallel ist mit mehreren Prozessoren, dann müssen diese ganzen Dinge auch irgendwie synchronisiert werden. Und Timing-Probleme gibt es halt auch. Also deswegen, vorhin war schon mal so Cycle Accurate ein Stichwort. Wenn zu jedem Takt irgendwie man den genauen Zustand der Maschine weiß und ausrechnen kann, ja, dann ist alles schön. Aber ja, vielleicht hat man ja nicht einen Takt, sondern
irgendwie verschiedene Sachen laufen mit verschiedenen Takten oder es gibt gar keinen zentralen Takt und es ist eher asynchron. Also es gibt viele Sachen, die passieren können. Und ja, das ist dann... ist dann immer so eine Abwägung, wie genau mache ich meine Sache und wie schnell will ich das aber auch haben. Und das kann dann natürlich auch zu Fehlern führen. Und ja, wie gesagt, also die Geschwindigkeit ist ein Problem und die Genauigkeit. Und eine ganz große Sache ist natürlich so analoge Sachen. Also ich habe hier so ein Beispiel mal für so einen CRT-Shader. Wenn ich einfach nur die Pixel von irgendwas auf dem Bildschirm, so auf so einem LCD irgendwie so als Quadrate mehr oder weniger, Anzeige, dann sieht das halt nicht aus wie auf einem Fernseher, so wie halt die Konsole das, also so wie das die Programmierer oder die Macher irgendeines Spiels vielleicht, was die halt getargetet haben, sozusagen. Und sowas zu simulieren ist auch, kann auch sehr schwierig sein. Und generell so alle Peripherie-Sachen sind immer richtig ätzend. Also CPUs gehen meistens recht angenehm zu emulieren und die Peripherie ist dann, wo man die Kopfschmerzen kriegt. So User-Interfaces geht auch noch so ein bisschen in die Challenges-Kategorie. Also so einen konventionellen Computer, so mit Bildschirm, Maus, Tastatur, Gamepad, was auch immer, das kann man mehr oder weniger genauso abbilden halt mit einem Computer, den man halt hat. Aber wenn man jetzt ältere Maschinen emuliert, also sozusagen das, was mich interessiert, dann hat man eben sowas wie, also irgendwelche physischen Medien, so Lochstreifen, Lochkarten, Magnetband, die man halt dann auch einlegen will und wo man halt sehen will, wie sich das dann irgendwie bewegt. Oder, ja, hatte ich auch schon gesagt, so irgendwie so ein Fernschreiber, der dann ganz laut irgendwie klackert und wo dann das Papier so oben rauskommt. Oder so Lightpens oder Lightguns, sieht man ja auch an dem Whirlwind-Stand drüben. Kann man natürlich irgendwie mit der Maus simulieren. Naja, ist aber irgendwie nicht das Gleiche. Oder eben Frontpanels und so Blinkenlights-Geschichten. Also ich habe hier oben mal das Extrembeispiel von der IBM 3690, glaube ich, gezeigt. Ja, wenn man sowas haben will, sieht es schwierig aus. Ja, und so ein paar mögliche Lösungen irgendwie sind halt, man sagt halt, ja, okay, ich mache das halt irgendwie mit irgendeinem, ja, konventionellen Interface, also ein grafisches Programm oder ein Kommandozeilending. Also für Paper Tape sage ich dann halt einfach irgendwie, gebe ich dann halt ein, irgendwie so Mount und dann irgendeinen Dateinamen oder so. Ist halt nicht dasselbe wie das Paper Tape einzulegen, aber funktioniert halt. Oder zum Beispiel jetzt bei Frontpanels, wie gesagt, an unserem Stand, so Nachbauten von Teilen davon, dass man das so ein bisschen nachempfinden kann. Oder andere Möglichkeit, habe ich auch schon ausprobiert, da unten Screenshot aus meinem Programm in Virtual Reality. Also das ist jetzt ein Bild von einem PDP-6 Modell, was ich gemacht habe, und das ist übers Netzwerk an meinen Emulator angeschlossen. Und wenn man die Maschine startet, dann blinken da halt die Lampen und man kann die Schalter bedienen und so weiter. Das Problem ist aber da, okay, man hat dann irgendwie diese komischen Controller in der Hand und es fehlt trotzdem die Haptik, so die Schalter hoch und runter zu machen. Das ist auch noch keine perfekte Lösung. Okay, aber das zu dem Thema, also das ist auch ein Problem. Was benutzt man für Tools? Also erstmal so Programmiersprache ist eigentlich erstmal egal. Also weil Programmiersprache ist halt Turing vollständig in der Regel und damit kann man alles machen, was man will. Einige eignen sich natürlich besser, gerade mit Hinblick auf Geschwindigkeit. Also so C, C++ sind traditionell sehr beliebt und jetzt auch Rust seit einiger Zeit. Dann ist ein Assembler ganz praktisch, einfach um Testcode sich selbst zu schreiben und einzelne Befehle irgendwie zu testen. Oder auch größere Programme, also keine Riesenprogramme vielleicht, aber so irgendwas zum Testen halt. Dann so Traces heißt
dass man quasi nach jedem Befehl irgendwie den Zustand der Maschine ausgibt, so alle Register zum Beispiel. Und dann halt guckt irgendwie, wenn man jetzt irgendwo einen Fehler hat, was an welcher Stelle läuft es schief. Das benutzt man oft bei halt so Software-Emulationen. Wenn man das jetzt auf so einer Hardware-Ebene nachbaut, so in Verilog für FPGAs oder sowas, hat man hier diese Waveforms ganz gerne. Das habe ich da oben rechts, wo man also sieht, also das ist jetzt von dem TX0, von der TX0-Simulation von mir. Da oben habe ich mal so die 8 Zeitpulse, die ein Zyklus hat, gezeigt. Und man sieht halt, wie das so nach und nach runterrattert. Und darunter sieht man die Register, die sich dann also zu verschiedenen Zeitpunkten irgendwie ändern. Und hier ist noch so ein Flipflop, der Cycle Flipflop. Also wenn der 0 ist zum Beispiel, dann holt er einen Befehl aus dem Speicher. Und hier rechts, wenn der 1 ist, dann wird der Befehl ausgeführt. Das sind also so Methoden, um das so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Dann gibt es hier noch, habe ich einfach als Beispiel mal rausgegriffen, für jemanden, der einen sehr schönen Debugger geschrieben hat, wo man also hier so ein Disassembly-Ansicht hat und hier die Register der CPU sieht und natürlich den Bildschirm für, also das ist ein PC-Emulator. Und also der macht das auch sehr, sehr genau. Hat auch irgendwelche Buszyklen analysiert und so weiter. Also das ist relativ neuer Emulator, aber das ist mal so ein Beispiel eben für so ein etwas größeres und mächtigeres Debugging-Interface. Meine Sachen sind meistens relativ minimalistisch. Ein anderes nützliches Tool, wenn man jetzt zum Beispiel Verilog-Simulation schreibt, ist Verilator. Der übersetzt die Hardware-Beschreibung zu C++ und dann kann man das halt ausführen und auch interaktiv benutzen, auch wenn es in der Regel wahrscheinlich zu langsam sein wird. Aber ist trotzdem praktisch, wenn man eben interaktiv mit irgendwie einem Emulator was machen kann und nicht nur hier so ein Wave-Dump irgendwie hat, wo man dann die einzelnen Signale angucken muss. Aber je nachdem, an welchem Problem man gerade arbeitet, bietet sich halt das eine oder das andere an. Okay, ich glaube, das kommt später. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Beispiele machen. Und zwar die PDP-8 eignet sich einfach perfekt, um einen Emulator zu erklären, weil es ist, glaube ich, der simpelste Computer, den man irgendwie sich vorstellen kann. Nicht ganz, aber ist halt ein echter Computer vor allem und ist wirklich einfach. Jetzt geht es so ein bisschen in, so irgendwie Computer Engineering oder so, wie halt so ein Computer funktioniert. Im Grunde ist der Speicher so das zentrale Element des Computers. Das habe ich da rechts. Also es ist eine 12-Bit-Maschine, dafür steht die 12. Alles ist 12-Bit breit. Und der Speicher wird halt einfach adressiert. Also an jeder Zelle im Speicher steht halt irgendein Wort drin. Und die Zelle wird ausgewählt, die Speicherzelle vom Memory Address Register, also MA. Das geht einfach in die Tabelle sozusagen rein und dann steht da ein Wort. Und dieses Wort kann ich dann in den Memory Buffer laden oder von dem Memory Buffer das Wort in den Speicher schreiben. So kann ich also schon mal mit dem Speicher was machen. Wenn ich jetzt ein Programm ausführen will, dann gibt es noch ein Register, was halt mitzählt sozusagen, an welchem Befehl wir uns gerade befinden, welcher Befehl als nächstes ausgeführt wird. Das ist der Program Counter, PC. Und weil ich ja den Befehl aus dem Speicher holen muss, also das ist so eine ganz klassische von Neumann-Architektur hier, weil ich den Befehl aus dem Speicher holen muss, muss ich natürlich den Program Counter irgendwann mal in das Memory Address Register reinkriegen. Deswegen habe ich da den Pfeil gesetzt. Und für zum Beispiel einen Sprung, wenn ich irgendwo hinspringen will und also nicht nur einfach sequenziell ausführe, sondern an irgendeine andere beliebige Stelle springen will, muss ich ja irgendwie aus dem Befehl das Sprungziel in den Program Counter kriegen. Und das geht natürlich über das MB-Register und deswegen geht da der Pfeil nach oben in den Program Counter rein. Umgekehrt, wenn ich einen Subroutinen-Sprung
machen will, von dem ich also wieder zurückkehren will, von wo ich hergekommen bin, dann muss ich mir den Program Counter merken, von dem ich losgesprungen bin. Deswegen geht der File von PC in MB rein, sodass ich den dann in den Speicher schreiben kann. Und dann gibt es noch den arithmetischen Teil sozusagen, der jetzt hier ganz simpel ausgefallen ist bei der PDP-8. Das ist also ein Akkumulator und der ist verbunden mit dem Memory Buffer. Da kann ich also zum Beispiel den MB kann ich auf den Akkumulator drauf addieren oder ich kann ein bitweises UND machen oder ich kann den Akkumulator in den Memory Buffer tun, damit ich dann den in den Speicher schreiben kann. Und der Akkumulator ist eigentlich 13 Bits, also das höchststellige Bit heißt das Link-Bit L. Aber die beiden werden so ein bisschen separat behandelt an einigen Stellen, dieses Link-Bit und die 12 unteren Bits, deswegen ist das separat. Und das hier ist das Switch-Register bei der PDP-8, also die Schalter vorne an der Konsole. Ja, und der Befehl übrigens, also um welchen Befehl es sich handelt, da gibt es normalerweise so ein Instruction-Register für und das geht dann in die ganze Steuerlogik rein und da werden dann die Signale generiert, die dann ins System gehen und dann halt diese ganze Sache steuern. Dann ist hier mal, also ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber der Befehlssatz der PDP-8 gezeigt. Also wir haben grundsätzlich 8 Befehle. Das sind diese 8 hier. Also ein bitweises UND, eine Addition, dann eins, was zum Speicher dazu addiert und den nächsten Befehl überspringt, wenn das Ergebnis 0 wird. Dann kann ich den Akkumulator in den Speicher tun und das setzt auch gleichzeitig den Akkumulator auf 0. Dann kann ich so einen Subroutinensprung machen, wo ich mir die ursprüngliche Adresse merke, von der ich komme und dann den Befehl danach ausführe. Ein Sprung, der das nicht macht, einfach nur ein normaler Sprung. Dann was für IO-Transfer, also da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und dann gibt es noch so einen Operate-Befehl, der dann hier rechts nochmal aufgeschlüsselt ist, wo dann einzelne Bits, einzelne Funktionen haben. Und da ist zum Beispiel ein interessantes Beispiel. Also es gibt hier diese RAR- und RAL-Bits. Und wenn die wenn eins davon gesetzt ist, dann wird das Link-Bit und der Akkumulator werden alle Bits einmal rotiert, nach links oder nach rechts. Und das Ganze, wenn ich dann das Bit 10 hier noch setze, passiert das Ganze zweimal. Aber wer hält mich denn davon ab, zum Beispiel einfach die beiden Bits zu setzen, nach rechts und nach links? Dann rotiere ich ja in zwei Richtungen gleichzeitig. Was bedeutet denn das? Und das ist jetzt so ein schönes Beispiel für diese seltsamen Edge Cases. Ich glaube nicht, dass die Handbücher für die ursprüngliche PDP-8 und für die PDP-5, die dieselbe Architektur hat, dass die das irgendwie erklären, was da passiert. Es ist aber definiert. Also man kann, wenn man in die Schaltung guckt und dann sich anguckt, wie da ein Flipflop funktioniert und so weiter, kann man tatsächlich rausfinden, was da passiert. Und tatsächlich unterscheiden sich, glaube ich, alle PDP-8-Modelle voneinander. Die machen alle was anderes. Aber das ist halt, selbst bei so einer simplen Architektur, kann man auf solche Sachen stoßen. Und natürlich hat man dann irgendwie Ehrgeiz und will das richtig machen. Also man muss keinen Ehrgeiz haben, aber ich habe den. Und jetzt würde ich einfach mal zeigen, hier genau, wie dieser Emulator aussieht, wie so ein Code aussieht. Also ich habe es in C geschrieben und vielleicht, naja, ich erkläre es vielleicht erstmal. Also das ist jetzt in so einer mehr oder weniger High-Level, mit so einem High-Level-Ansatz geschrieben. Also ich modelliere hier jetzt nicht den internen Zustand allzu genau. Ist schon daran angelehnt, aber das würde anders aussehen, wenn man das machen würde. Also hier das oben, das hier können wir so ein bisschen ignorieren. Wir gucken erstmal nur auf das hier. Das andere hat was mit Interrupts zu tun. Und der erste Teil hier zum Beispiel, der holt sich einen Befehl aus dem Speicher. Also wie ich gesagt habe, der Program Counter geht in das Memory Address Register, dann wird der Program Counter um 1 erhöht, denn ich will ja danach den nächsten Befehl haben.
Dann hole ich mir den Befehl aus dem Speicher und jetzt schreibe ich die oberen 3 Bits, also es sind 12 Bits insgesamt, dann nehme ich die unteren 9 weg und also die 7 ist halt 111 und dadurch kriege ich die 3 Bits in dieses Instruction-Register. Und hier muss ich noch was erklären. Also einige Befehle nehmen halt hier so eine Adresse, also die anderen Bits nach dem Opcode sind eine Adresse, die auch noch ein bisschen komisch kodiert ist, weil die eigentlich 12 Bits lang ist, aber der Befehl ist ja schon 12 Bits, das passt also nicht. Da gibt es halt so ein Hack irgendwie, dass man doch noch so ein bisschen damit klarkommt. Aber die IO und Operate-Befehle, die interpretieren diese unteren Bits nicht als Adresse. Das heißt also, wir sehen hier 0 bis 5 nehmen eine Adresse, 6 und 7 nicht. Und das ist genau das, was hier ist. Also wenn wir kleiner als 6 sind, dann rechne ich mir hier irgendwie die Adresse aus. Das ist die Funktion. Das hier oben ist jetzt nur, um diese 8 Bit zu 12 Bit umzurechnen. Das ist jetzt nicht so wichtig, wie das genau funktioniert. Und dann gibt es aber noch das Indirektionsbit. Das heißt also, ich habe die Adresse nicht im Befehl kodiert, sondern der Befehl kodiert die Adresse, wo die Adresse steht. Und da muss ich halt noch einen Speicherzyklus mehr machen. Und das habe ich halt hier mal so aufgeschrieben. Und wenn ich jetzt einen Befehl habe, also wir sehen es hier, and, tat und ist sie oder wie man das ausspricht, benutzen das, was im Speicher steht hier. Also hier halt ein und, hier ein plus und hier wird eins addiert. Und die anderen schreiben entweder nur oder benutzen den gar nicht. Das heißt also, bei kleiner 3 hole ich mir dann das Wort, was ich, also da hole ich mir das Wort aus dem Speicher, an dem ich halt interessiert war. Ja, und dann kann ich mir angucken, was haben wir denn für einen Befehl? Also and, hier, also ich habe das Link-Bit und die Akkumulator-Bits in einer Variable. Ach so, übrigens, die Variable ist, damit hätte ich vielleicht anfangen sollen. Also hier oben habe ich einfach Variablen, ich habe das jetzt einfach mal als globale Variablen gemacht. Eigentlich ist es schöner, das in eine Struktur zu verpacken und so, aber das ist jetzt egal. Einfach als Variablen deklariert. Also Akkumulator, Program Counter, Memory Address, Memory Buffer, Instruction Register, Switch Register und dann hier so ein Array von 4K für den Speicher. Und dann hier ist noch ein bisschen IO-Kram. Ich weiß nicht, wie sehr ich darauf eingehen will. Aber so, und im Akkumulator ist eben dieses Link-Bit drin. Deswegen, also wenn ich jetzt ein AND machen will, also bitweises und, benutze ich halt einfach den C-Operator und dafür und mache das und vom Akkumulator und MB. Ich muss hier oben das Bit noch, das Link-Bit setzen, damit das nicht verschwindet, weil der MB ist nur 12-Bit und der Akkumulator ist 13-Bit. Eine Addition, einfach mit einem Plus und ich gucke aber, dass ich oben nicht zu viele Bits irgendwie kriege. Also ich will nur die, also das in Oktal im Übrigen, also eine Ziffer sind immer 3 Bits. Also ich nehme hier unten die 12 Bits raus und dann noch das Link-Bit und das schreibe ich dann in den Akkumulator. Das inkrementiert halt die Speicherzelle und wenn sie 0 wird, wird der Program-Counter inkrementiert und dann schreibe ich das Ergebnis zurück. Und so weiter und so weiter. Und hier die Operate-Gruppe ist nochmal ganz lustig. Also hier machen halt verschiedene einzelne Bits, lösen halt hier verschiedene Operationen aus. Also hier wird der Akkumulator auf 0 gesetzt, hier wird das Link-Bit auf 0 gesetzt, hier wird der Akkumulator umgedreht, also aus 0 wird 1, aus 1 wird 0. Und hier wird das Link-Bit umgedreht, hier wird der Akkumulator um 1 erhöht und dann kommt der lustige Spaß hier mit diesen Rotationen. Und das hier ist das Verhalten, was die PDP-8i macht, die ich hier mal emuliert habe. Nämlich die linke und die rechte Rotation, die werden einfach bitweise verodert. Was die Straight 8 macht, also die ursprüngliche, ist völlig seltsam. Das ist jetzt aber nicht ganz so wichtig, glaube ich. Und ja, so kann man das dann halt machen. Und das ist einfach eine Funktion jetzt, die habe ich mal inst genannt für Instruction. Und dann habe ich hier so eine Schleife, also solange die Maschine läuft, führe ich halt diese Funktion immer wieder aus. Und alle so 1000 Befehle gucke ich mal einmal, ob ich irgendwie I.O. machen muss. Und wenn man das jetzt hier kompiliert, ich habe es gerade gemacht,
Und hier ist so ein Speicherabzug von einem Programm. Focal ist eine Programmiersprache. Und wenn man das jetzt ausführt, das ist jetzt schon der Prompt von dem Programm. Und ich habe hier so eine coole Demo. Die kann man hier eingeben. Und dann du 0101. Zack. Also unser cooles PDP-8-Programm läuft. Und die ganze Datei sind 277 Zeilen. Also nicht viel. Man kann also, wenn die Schriftart ein bisschen kleiner wäre, dann passt wahrscheinlich diese Funktion, die einen Befehl ausführt, auf einen Bildschirm. Ich kann aber jetzt nicht viel mehr mit Focal machen. Ich kenne die Sprache eigentlich nicht. Ich wollte nur eine Demo haben. Okay, also das war jetzt zum Beispiel für, wie man so wahrscheinlich daran geht, wenn man einen Emulator schreibt. Einfach mal sozusagen das machen, was die Maschine macht, egal wie sie es jetzt genau macht. So, dann, was haben wir als nächstes? Ich glaube, den Whirlwind wollte ich zeigen, nämlich als Beispiel dafür, dass die Dokumentation manchmal sehr unvollständig sein kann. Also der Whirlwind hat 32 Befehle oder bis zu 32, die waren nicht immer alle implementiert. Und ich habe hier mal so eine Tabelle von 1950, irgendwie aus dem Januar 1950, da lief die Maschine gerade ein paar Monate, hatte noch nicht mal Speicher. Man konnte 32 Worte mit Schaltern setzen und es gab 5 Flip-Flop-Register, die man halt schreiben konnte und das war alles an Speicher. Zuverlässig lief sie auch noch nicht. Und hier oben sieht man also mal, man kann das nicht so gut lesen, aber das sind hier die Namen der Befehle und dann steht jetzt hier für jeden Befehl ist sozusagen immer das Kästchen ausgefüllt, wenn dieser Kontrollpuls in die Maschine geht. Also da kann man nicht mal die Zahl lesen. Was ist das? Achso, das ist einfach, jeder Kontrollpuls hat einfach eine Zahl, sozusagen einen Namen. Und dann sieht man also, was weiß ich, hier bei 40 zum Zeitpuls 1 wird das Programmregister ausgelesen. Also das heißt, das wird dann auf den Bus gelegt. Der Whirlwind hat so einen internen Bus, wo alles drüber geht. Und dann wird das Programmregister da halt draufgelegt. Und zwar nur beim SP-Befehl. Okay, wenn man jetzt einen Simulator schreiben will, so wie ich das machen wollte, kann man sich natürlich jetzt denken, ja, okay, nehme ich halt diese Tabelle und implementiere mir irgendwie diese ganzen Kontrollpulse, wenn man das eben auf so einer tieferen Ebene machen will, wenn ich also wirklich den internen Zustand und die interne Funktionsweise der Maschine nachbauen will. Dann könnte ich das mir vorstellen, dass ich das so mache. Das Problem ist, 1950 ist relativ früh, die Maschine war so richtig in Benutzung, sage ich mal, ab 53 und da war der Befehlssatz schon ein bisschen erweitert und vielleicht auch verändert. Das Problem ist, für 53 habe ich diese Tabelle nicht. Ich habe stattdessen was anderes, leider nur einen Ausschnitt habe ich davon und zwar wird da erklärt, was für jeden Befehl. Also hier sieht man diese Zeitpulse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann wieder von vorne. Und man sieht also, was erstmal für jeden Befehl passiert, also das nennen die Program Timing. Das heißt also so viel wie, der Befehl wird aus dem Speicher geholt. Und dann für verschiedene Befehle, also Clear and Add, Multiply, Round Off, Divide, Shift, Write, Transfer to Storage, also für 5 Befehle wird dann nochmal im Einzelnen erklärt, was zu jedem Zeitpuls genau passiert in der Maschine. Und hier sind diese Namen sozusagen dieser Kontrollpulse auch zu sehen. Aber wie gesagt, die Maschine hat halt 32 Befehle und nicht 5. Hier oben wird dann noch gesagt, ja okay, also Subtract and Add ist halt fast genau wie, Clear and Subtract meine ich, ist fast so ähnlich wie Clear and Add, okay. Multiply and Roundoff ist fast so wie Multiply und Hold, also ohne Roundoff. Und Shift Right und Shift Left kann man sich auch vorstellen, dass das ungefähr gleich funktionieren wird. Aber einige Sachen fehlen halt einfach. Und ich wollte das aber auf dieser Ebene simulieren eigentlich. Aber ich hatte halt die Informationen nicht. Und dann habe ich halt geguckt, habe ich halt verglichen diese Befehle. Was passiert hier in 1954? Und was passiert halt 1950?
Und mal gucken, genau, ich habe mir hier so Textdateien angelegt, wo ich dann einfach für jeden Befehl aufgeschrieben habe. Genau, das ist sogar noch das Original von 1950, habe ich jetzt aufgeschrieben, also okay, clear and add, macht halt das. Und dann habe ich geguckt, soll ich mal clear and add hier, achso, nee, das musste ich ja nicht rekonstruieren, aber nee, erstmal, man sieht, es ist nicht identisch. Also es ist sehr ähnlich, aber nicht identisch. Und dann habe ich halt verstanden sozusagen, wie sich diese Maschine ein bisschen verändert hat und habe dann rekonstruiert, wie die anderen Befehle wohl funktioniert haben müssen. Und habe mir dann hier auch so, falsche Datei, habe mir dann hier halt reingeschrieben irgendwie so irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht passieren müssen, aber könnten. Und zu welchem Zeitpuls diese Sachen passieren, weiß man auch nicht unbedingt. Hier SF zum Beispiel, wer weiß. Ja, aber dann habe ich halt mir... Ups, ja, ich habe zu viele Sachen hier auf, das ist fürchterlich. Aber das ist... Ja, das ist eigentlich nicht schön. Ich habe eine bessere Datei. Moment. Was ist das? Nee. Ah, ich finde die Datei jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich hatte mir halt diese Tabelle sozusagen gemacht für 1954 oder so. 53, glaube ich. Und einfach mit ein bisschen Textbearbeitung habe ich dann das hier raus generiert für meinen C-Emulator. Und da steht dann für jeden Kontrollpuls eben für welche Befehle der gilt, einfach als Bitmaske kodiert. Und der Emulator führt jetzt tatsächlich hier die einzelnen Zeitpulse aus. Also hier zählt er mit, welcher Zeitpuls gerade kommt. Und dann habe ich hier eine Funktion für jeden Puls. Und ja, also zum Beispiel TP5 ist relativ übersichtlich. Ja, also wenn jetzt irgendwie Par ausgelesen werden will oder soll und auf den Bus gelegt werden soll, dann passiert das. Wenn ich CS einlesen will vom Bus, passiert das. Und so weiter und so weiter. Diesen Code versteht man natürlich überhaupt nicht. Also man muss halt wissen, wie die Maschine funktioniert. Also wenn man die auf so einer niedrigen Ebene simuliert, muss man halt ganz anders denken, als wenn man jetzt irgendwie hier, wo war's? Wenn man halt sowas macht, das ist im Grunde leicht verständlich. Aber ja, aber das macht halt auch Spaß. Und ist halt sehr genau. Und ach so, jetzt könnte ich sogar noch ein bisschen das demonstrieren. Ich habe... Tja, wo habe ich jetzt das? Ich glaube, ich kann... Ah ja. Zack, hier. Also auch ein Beispiel für, man baut sich einfach seine eigene Replika. Warte mal. Muss ich das hier irgendwie umstellen jetzt für... Ah, sehr schön. Ja, ich glaube, ich starte das ganze Ding einfach mal. Okay, das, also man drückt auf den Startknopf, mehr mache ich jetzt hier gar nicht eigentlich, kam wieder zurück und was ich jetzt ausführe, ist so ein Lorenz-Traktor, den habe ich in Whirlwind Assembly geschrieben und das wird jetzt hier auf meinem Emulator halt ausgeführt und das Display ist auch eine Simulation von mir, das simuliert so ein P7 Leuchtmittel auf einer Röhre, was aus zwei Schichten besteht, aus einem ganz hellen, bläulichen und so einem, was sehr kurzlebig ist und aus einem langlebigem gelb-grünlichem und deswegen fadet das dann halt so aus. Und das führt tatsächlich auch in ziemlich genau Originalgeschwindigkeit aus. Also wenn man das Programm jetzt auf dem echten Whirlwind noch laufen lassen könnte, würde das wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen. Also Geschwindigkeit und je nachdem, was sie für Röhren dort hatten, vielleicht keine P7-Röhren, sieht es vielleicht anders aus. Aber dasselbe Programm können wir, glaube ich, auch drüben sehen. Ich weiß nicht, ob es noch läuft, aber gestern lief es auf dem Oszilloskop. Sehr schön. Ja, also das zum Beispiel für eine Low-Level-Simulation, aber in C. Mal gucken, wie viel Zeit habe ich noch. Okay, ich will vielleicht noch ein bisschen was zu Verilog und so weiter sagen und Waveforms. Jetzt Beispiel PDP-11. Was ich in Verilog mache, ist sozusagen, ich schreibe die Schaltung genau nach und simuliere die
in Hardware. Und ich habe hier mal so eine Beispielseite. Also hier ist so ein 74181 Chip, die ALU ganz klassisch. Und da kommen halt die beiden Operanden so von links rein und von unten die Steuersignale. Alus ist nicht etwa das litauische Wort für Bier, sondern das ist die Einstellung für die ALU. Und das Ergebnis kann ich dann irgendwie in so ein Register reintun und so weiter. Und also die Stelle mit der ALU hier in meinem Verilog-Code sieht halt dann mal so aus. Eine ALU ist 4-Bit, die PDP-11 hat 16-Bit, das heißt, ich brauche 4 davon. Und hier sieht man eben, wie man diese Module einfach instanziiert und dann die Drähte sozusagen legt. Das ist halt auch nicht lesbar in der Art, wie der PDP-8-Emulator es war. Aber man kriegt eben was potenziell sehr Genaues raus. Und hier ist dann halt die ALU mal implementiert. Also guckt man sich halt an, wie die funktioniert. Sehr spannend übrigens. Und ja, das kann halt alles mögliche. Addition, Subtraktion, bitweise Geschichten und so weiter. Aber das nur so als Beispiel, wie der Verilog-Code aussieht. Und wie man dann das Ganze eben debuggt und analysiert, kann man hier sehen. Sehr unübersichtlich, aber... mal gucken, ich wollte... Ja, genau, hier sieht man es. Also hier sieht man also die P1, P2, P3 Dinger. Das sind die Takte, die in der Maschine alles auslösen. Also das ist der... Es ist halt auch, wie gesagt, nicht jeder Computer hat einen zentralen Takt. Das, also heutzutage vielleicht schon, aber das damals nicht unbedingt. Und die ist mikrokodiert. Also das ist eine Simulation, die halt den Mikrocode ausführt. Und je nach Mikrocode-Wort wird halt zum Beispiel passiert nur P1 oder nur P2 zum Beispiel oder P2 und P3. Also man sieht hier, dass das nicht regelmäßig ist, weil hängt halt von dem Mikrocode-Wort ab, was da jetzt, wie diese Takte genau durchs System gehen. Und hier oben sieht man den ganz gut so den Datenpfad. Also hier zum Beispiel das Ergebnis der ALU. Ja, kann man gucken und dann zieht man hier das Ding irgendwie und sieht dann, wie sich über die Zeit dann die Werte ändern. Und da oben kann man also sehen, zu welcher Zeit der Simulation man sich gerade befindet. Also das hier ist irgendwie so Nanosekundenauflösung. Und da oben steht dann halt so in Mikrosekunden, wann halt was passiert. Und das ist natürlich eine sehr schöne und genaue Sache. Ja, also auf der Ebene halt einen Computer zu simulieren, ist halt, da findet man dann auch nochmal Sachen, an die man gar nicht gedacht hatte. Es gab zum Beispiel ein Dings, was ich gefunden hatte, wo die Diagnostics mir einen Fehler gegeben haben. Also meine Simulation war falsch. Und zwar, weil ich habe dann rausgefunden, ein Mikrocode-Befehl wurde abgebrochen, der zu dem Zeitpunkt noch nicht hätte abgebrochen werden sollen. Was daran lag, dass ich die Memory Management Unit simuliert habe, aber nicht, also das heißt, da muss eine Adresse, müssen Adressen addiert werden und getestet werden, ob die in dem richtigen Bereich sind. Und das kostet ein bisschen Zeit. Und deswegen ist die Verzögerung, mit der ich die Adresse dann auf den Bus lege, also hier unten sieht man übrigens auch die Buszyklen, wo dann die Adresse und die Daten auf dem Bus liegen. Aber diese Verzögerung musste länger gemacht werden. Und dadurch wurde der Mikrocode-Befehl, der konnte noch zu Ende laufen mit der Memory Management Unit, aber ich hatte nicht das längere Delay simuliert. Das heißt, meiner wurde vorher abgebrochen. Und dann gab es halt so einen kleinen Unterschied zwischen der echten Maschine und meiner Simulation. Und ich bin wahrscheinlich auch der Erste, der das vielleicht entweder jemals oder irgendwie seit den 70er Jahren gemerkt hat, dass es einen Unterschied gibt bei diesem Trap-Verhalten, je nachdem, ob die Maschine die Memory Management Unit drin hat oder nicht. Das sind also so auch wieder so extreme Edge-Cases. Und die sieht man halt aber auch erst
wenn man eben auf so einer Ebene die Maschine simuliert. Okay, wir kommen jetzt zum Ende, glaube ich, und nochmal zurück zu den Folien. Also, wenn man jetzt selber einen Emulator schreiben will, wie fängt man an? Eine Methode ist, oder die beste Methode ist wahrscheinlich erstmal was Einfaches sich rauszusuchen. Also Chip 8 ist so eine Fantasiekonsole, die wird gerne empfohlen Anfängern. Persönlich finde ich, muss man das nicht machen. Man kann auch einen richtigen Computer simulieren, zum Beispiel eine PDP-8, ist auch sogar wahrscheinlich einfacher als Chip 8. Ist halt nicht so grafisch. Chip 8 hat ein bisschen Grafik. Aber ist egal, man kann sich da irgendwas aussuchen. Dann sind so Mikroprozessoren sehr beliebt und Spielekonsolen. Also wenn man jetzt, also zum Beispiel 6502, damit kann man jetzt ein NES simulieren oder weiß ich nicht, Apple II oder ich meine, das wissen die Anwesenden hier wahrscheinlich, was man damit machen kann. Oder mit einem 8080 oder Z80 oder sowas dazwischen eigentlich, kann man Game Boy simulieren mit einem 8080, zum Beispiel Space Invaders. Das hat bis auf die CPU und den Bildschirm fast nichts weiter. Also ist noch so ein bisschen weitere Logik. Aber dann hat man halt ein schönes Ergebnis, wo man also was man halt relativ schnell erreichen kann. Aber ja, am besten ist, man sucht sich einfach die Maschine aus, die man irgendwie mag und kennt und die man halt näher kennenlernen will und die einem irgendwie Spaß macht. Und jetzt noch eine kleine Liste, natürlich komplett unvollständig. Emulatoren, die man sich vielleicht mal angucken könnte oder sollte. Also SimH, heißt eigentlich jetzt OpenSimH, ist so für Minicomputer und Mainframes, also diese ganzen PDPs zum Beispiel, IBM 360 und ja, alle möglichen Sachen. Also wenn man zum Beispiel Unix ausprobieren will oder so, ist SimH das Ding. Dann gibt es noch MAME, hauptsächlich für so, also ursprünglich zumindest für so Arcade-Automaten, aber es macht auch viele andere Sachen. Auch zum Beispiel eine VT-102-Emulation, also Terminal-Emulator. Dann Dolphin, das ist relativ bekannt, weil die auch irgendwie einen ganz guten Blog irgendwie haben, wo sie ihre Verbesserungen und ihre Reverse-Engineering-Sachen publizieren. Der macht GameCube und Wii. Dann PlayStation 2 ist irgendwie so die erfolgreichste Spielekonsole aller Zeiten und hardwaremäßig auch echt interessant. Deswegen habe ich das mal dazu getan, PCSX2. BSNES ist noch relativ bekannt, weil das einen starken Fokus auf Genauigkeit gelegt hat. Aber es gibt noch viele, viele andere. Also, gut. Eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, was ich wollte. Wenn jetzt noch Kommentare oder Fragen sind, können wir das gerne machen. Keine, alles erschlagen.